Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher. Ja, diese Lösung. Ich glaube, wir sollten wieder... Ja. Der Mauszeiger wird wieder angezeigt. Also hoffe, dass es gut ist. Ja. Wir gehen zurück zu Tres Labor. Ja, das ist gut. Zuerst reden wir mit Tres über Alvin. Ausgerechnet jetzt ist sie nicht da. Aber die Wanne und so weiter mit den Fußabdrücken ist immer noch da. Oh, es ist da. Gott sei Dank. Okay, wir speichern. Wir reden mit Alvin. Ich will ein Hündchen. Jetzt nicht. Wir können keinen Hund halten, so wie wir leben. Eines Tages bekommst du einen Hund. Ich verspreche es. Ja. Eines Tages bekommst du einen Hund. Ich verspreche es. Ja, das verspreche ich, weil ich selbst gerne einen Hund hätte. Gut, wir speichern und reden mit Marigold. Geralt. Triss, was Alvin betrifft. Triss, was Alvin betrifft. Ist er in Sicherheit? Ja, Ritter Sporn brachte ihn zu mir und erklärte mir alles. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Weiß Shani Bescheid? Nein? Dann sagt ihr, dass der Junge bei mir bleibt. Macht reinen Tisch. Ich werde es versuchen. Obwohl ich es lieber mit einem Rudel Ghule aufnehmen würde. Geralt. Okay, wir sehen uns. Wir sehen uns später. Okay, Shani sollte zu Hause sein. Es gibt erfreulichere Dinge, wie zum Beispiel von einem Rudel Piranhas gefressen werden, als jetzt mit Shani zu reden. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen. Diese Gegend ist völlig verkommen, seit sie den Pöbel reinlassen. Ja, Pöbel, blöd. Ich habe Schmerzen. Tut mir leid, alte Frau. Wahrlich, noblesse oblige. Okay, was auch was immer das, führt euch hierher? Das bedeuten Vergesst soll. Es. Gut, wir gehen jetzt zu Shani und das wird bitter. Oh, Vincent. Seid gegrüßt. Lebt wohl. Okay, über sein Werwolf-Problem will er noch nicht reden, wie es scheint. Gut. Dann halt eben nicht. Also, ich vermute, er hat ein Werwolf-Problem. Ich werde mir sparen. Denn Vollmond und. Aber egal, wir gehen mal. Wir gehen zu Shani und reden mit ihr. Wo? Okay, die Oma ist nicht da. Oh, das wird... Ist alles gut, Geralt? Ich habe den Jungen bei Triss gelassen, damit er in Sicherheit ist. Ich habe den Jungen bei Triss gelassen, damit er in Sicherheit ist. Wie konntet ihr? Sie hat euch verzaubert. Geht mir aus den Augen. Ich werde euren Namen vergessen. Nein, Shani. Es wird Zeit, Triss wiederzusehen. Was macht ihr denn hier? Ich wollte euch besuchen. Ihr seid hier nicht mehr erwünscht. Kehrt zu eurer Zauberin zurück. Ich würde gerne versuchen zu erklären, dass gegen Salamandra und starke Magier der Salamandra nur eine starke Zauberin helfen kann, ein Kind zu beschützen. Ich würde eigentlich auch sagen, sie sollen zu zweit seine Ausbildung oder seine Erziehung antreten. Shani für die Menschlichkeit und die Sanftheit, also für, ja, wie eine Mutter. Und Triss für die dominantere, ja, die
Ich bringe dir bei, wie man deine Magie nutzt. Recht und Ordnung, bla bla bla. Solches Zeug eben. Aber gut. In diesem Spiel kann man sich für A oder B entscheiden. Leider gibt es kein C. Mit ein bisschen Geschick versuchen, ja, beide zufriedenzustellen. Aber gut. Dann reden wir jetzt mit Triss. Und Triss hatte ihm auch noch so Tische gekauft und Reagenzien und Bücher. Sie kann so, also böse im Anführungszeichen. Es ist eine Rivalität zwischen den beiden. Das verstehe ich vollkommen. Geralt. Ich habe mit Janik gesprochen. Sie hat es eingesehen, aber trotzdem nicht ganz gerade gut aufgenommen. Ich habe mit Shani gesprochen. Sie hat es eingesehen, aber trotzdem nicht gerade gut aufgenommen. Gut, dass das geklärt ist. Alwin braucht jemanden, der sich mit Magie auskennt. Geralt, ich wollte mit euch über die Zukunft reden. Über uns. Triss. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich wüsste nur gern, wo wir stehen. Können wir das später machen? Ich habe einen Auftrag und der Kunde kann nicht warten. Bitte denk darüber nach, Geralt. Wir müssen nicht reden. Ein symbolisches Geschenk wäre genug. Sagen wir, ein Ring. Könnt ihr nicht einfach meine Gedanken lesen? Ich könnte, aber ich will nicht. Wenn ihr mir einen Ring gebt, betrachte ich ihn als ein Versprechen. Wenn nicht, versuche ich es zu verstehen. Adieu, Hexer. Okay, der Blick gerade ist nicht... Haben wir einen Ring? Nein. Rittersporn? Geralt, wie geht es Alwin? Immer müsst ihr eure Nase in alles reinstecken, Rittersporn. Nur so eine Frage. Quält euch etwas? Sie ist nur... Ach, ich weiß auch nicht mehr. Gehen wir. Auf leeren Magen kann ich nicht über Frauen reden. Aber... Kein Aber. Soltan und ich sind zum Trinken verabredet. Ein Zwergensöldner und ein fahrender Sänger, der alle losen Weiber in der Stadt kennt. Bessere Ratgeber könnte ich mir nicht wünschen. Gehen wir. Ja, du sagst da wahre Worte. Aber das sind gute Freunde. Eigentlich. Ja, ja. Solche Freunde wünscht man sich. Hallo, Soltan. Seid gegrüßt, Rittersporn. Geralt. Unser Ungeheuertöter sieht verbittert aus. Ist was passiert? Nichts, das ihr wissen müsstet. Geralt erlebt eine kognitive Dissonanz, eine unangenehme Spannung als Begleiterscheinung des Auftauchens zweier widerstreitender Wahrnehmungen, seien es Gedanken oder Urteile, in einer Person. Rittersporn, ihr redet nur Mist. Einfach ausgedrückt, er kann sich nicht entscheiden. Ich nehme an, die Dissonanz betrifft... Meine Dissonanz geht euch nichts an. Falsch. Wir sind eure einzigen Freunde, Geralt, und Freunde helfen einander. Ihr werdet schon sehen, wir trinken, plaudern und danach wisst ihr genau, was ihr wegen Triss tun müsst. Irgendwie glaube ich das nicht. Der Wodka ist so kalt, dass er brennt. Meine Herren, prosit. Zum Teufel mit allen Dissonanzen! Okay, jetzt wird gesoffen. Wow, lecker! Es geht doch nichts über einen guten Schnaps. Nicht schlecht. Nebenbei, Soltan, warum trinken wir aus Bechern? Ich schwöre, ich habe Gläser gesehen. Ernste Probleme erfordern ernste Lösungen. Halbe Sachen bringen da nichts. Einverstanden. Aber nur halbe Portionen für Rittersporn. Er faselt auch so schon genug. Hört auf zu quengeln wie ein verzogenes Kind und spuckt es aus. Triss ist eine tolle Frau. Aber? Ich bin ein Hexer. Dazu bestimmt, Ungeheuer zu töten. Kommt mir nicht mit diesem Schicksalsquatsch, Geralt. Mir ist schon lange klar, dass dieses jämmerliche Gefasel über Itlinne und so weiter ebenso Mist und Humbug ist wie diese Dissonanzen. Vielleicht habt ihr recht. Aber ehrlich, könnt ihr euch mich als Flickschuster oder Bauern vorstellen? Nein, ich verstehe, was ihr meint.
Verdammt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Niemand hat gesagt, dass ihr aufhören müsstet, Ungeheuer zu töten. Richtig? Hat sie nicht gesagt. Lasst mich das erklären, Rittersporn. Wenn eine Frau es nicht sagt, heißt das nicht, dass sie es sich nicht wünscht. Die sagen oft, sie wollen etwas, dabei wollen sie in Wahrheit das Gegenteil. Amen. Darauf trinken wir. Amen. Ihr habt denn 50% weniger lang im Besoffensein-Skill, oder? So stark, dass einem die Tränen kommen. Ich sage euch, wie das mit den Damen ist. Man kann theoretisieren und spekulieren, bis der Arzt kommt. Aber man kommt nie dahinter, was in deren Köpfen vorgeht. Frauen kann man einfach nicht verstehen. Sehr originell, Rittersporn. Spottet nur, aber ihr könnt mich nicht stoppen. Das Problem ist, ihr wisst nicht, was ihr wollt. Und ihr wisst nicht, was ihr da redet. Ich hatte nie eine Familie, aber ich bin Dichter. Mit Menschen kenne ich mich aus. Sagt mir nur eins. Wollt ihr eine Familie gründen oder nicht? Ja, Rittersporn. So einfach ist das nicht. Ihr wisst, was ich meine. Wenn dieser Schlamassel ringsum nicht wäre, die Skoyatel, der Orden, die Salamander. Spekulationen sind müde? Nein. Oh ja. Wenn ihr nur wüsstet, wie sehr, Rittersporn. Gut, die Familie ist die grundlegende Zelle der Gesellschaft. Scheiß drauf, ich hab Schluck auf. Darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus. Ich will nur sesshaft werden. Das hab ich schon mal gehört. Trinken wir doch was. Ich krieg den verdammten Schluck auf nicht los. Ja, hol ihr euch die Fresse. Ein abscheulicher Tag. Ja. Ich weiß, wir gehen in ein Hurenhaus. Das wird euer Junggesellenabend. Rittersporn, falls ihr es nicht gemerkt habt, wir reden hier über Beziehungen. Außerdem lassen die mich nicht rein. Ich bin ein dreckiger Anderling. Im Haus der Nacht zählt nur das Gewicht der Geldbörse. Außerdem schuldet mir Madame noch einen Gefallen. Herald, seid nicht so ein Spießer. Ah, okay, gehen wir halt. Hab ich vorher gespeichert? Sagen wir mal ja. Gibt es dort Zwergenfrauen? Na klar doch, das ist das beste Hurenhaus in ganz Temerien. Also, Geralt, kommt ihr mit? Ich sage euch, nichts macht den Kopf so frei wie ein Besuch im Hurenhaus. Also gut, gehen wir. Okay. Rein zum Abschied! Das Einzige, was es frei macht, ist die Brieftasche. Okay, da vorne ist Alvin. Reden wir mit... Moment mal, sind das zwei Alvins? Hallo, Alvin. Eieieiei. Komm schon, rede mit Alvin. Ihr seht wie der Geistliche aus, wenn ihr aus dem Keller zurückkommt. Alvin. Ihr schlagt mich doch nicht, oder? Mit Nächten, mein Junge. Warum sollte ich euch schlagen? Nee, das würde ich nie machen. Gut, gehen wir einfach nach oben. Vielleicht wartet da eine gewisse Triss auf uns. Und der Besuch im Hurenhaus haben wir nicht gesehen. Eieiei. Immer wieder das gleiche. Ah, Triss. Warte, bevor wir hier irgendetwas machen, wir speichern. Normalerweise speichern wir über F5. Aber
Mein Narkotris Haus. Speichern. Ich hab keinen Ring. Okay. Ja, ein Ring wäre super. Aber leider habe ich keins dabei. Geralt, ihr stinkt und habt alle Nachbarn geweckt. Was für ein Vorbild seid ihr denn? Ich bin dann mal weg. Ich bin dann weg. Okay, die ist nicht ganz so zufrieden. Ganz ehrlich, das wäre ich auch nicht. Ah, scheiß besoffenen Zustand. Wo kann ich am besten hin, um einen Ring zu kaufen? Okay, einen Ring. Und was haben wir für Zeit? Okay, es ist Tag. Gut, wir warten die... Ich dachte schon, sie greifen uns an oder so etwas, als sie auf uns zugerannt kamen. Aber gut. Warum muss es bloß regnen? Warum muss es bloß regnen? Weil es regnet, weil die Wolken voll mit Wasser sind und jetzt... Was für ein Wolkenbruch! Ja. Runterkommt. Das ist echt ordentlicher Regen. Ja. Ich frage mich, wie lange dieser Zustand. Ja. Wie lange dieser Zustand noch anhält. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Oh Gott. Wir sind, was für ein Wolkenbruch. Naja, wir sind lamm wie eine Ente. Es regnet so stark, dass ich nicht sehe. Und ich bin so besoffen, dass ich alles doppelt und dreifach sehe. Aber... Ist der auch besoffen? Und sind wir gerade schneller geworden? Waffenhändler. Gut. Wir gehen zu ihm und... Ah, im Dienst der Krone. Ja. Wir gehen zu ihm und verkaufen das zweite Schwert und... dieser Zahnstocher. Ein Hexer, wie in alten Zeiten. Guten Tag, der Herr. Endlich einer, der meine... Ja. 30 nur? Halval. Okay, wenigstens... Wenigstens ein guter Preis dafür. Und die auch noch. Brauchen ja nicht so viele. Minus 15, ja. Das ist das gleiche, wie wir jetzt schon die ganze Zeit haben. Was ist das? Gut. Hoffen wir mal, dass wir irgendwann mal da vorne hinkommen, um einen Ring zu kaufen. Ja. Es sollte doch nicht regnen. Okay, der war Wachoffizier. Man könnte fast glauben, ich bin besoffen. Der Wachoffizier steht einfach da, während die anderen versuchen, ins Trockene zu gehen. Was das wohl über einem sagt? Ist das mein Verkäufer, das... Ich sehe so schlecht auf die Entfernung. Nein, das ist der Fischhändler. Mein Verkäufer sollte doch vorne sein. Ich glaube, das ist er.
Zumindest. Ich weiß. Was weißt du? Du weißt gar nichts. Komm. Okay. Ist er das? Wie kann ich helfen? Ja, das ist er. Ein Ring. Goldener Siegelring. Aha. Silberring. Bernstein, Goldring. Silberring mit Rubin. Goldring mit Rubin. Okay, wir kaufen so einer. Und vielleicht so eins. Dann können wir eine gewisse Dame. Ja, eine gewisse Dame wieder besuchen. Bis morgen. Und ich dachte, wir hätten den Perk, also die Fähigkeit, dass unsere. Ja. Unser Alkoholzustand nur halb so lang andauert. Aber das konnte mir. Das kommt mir ewig vor. Ewig und drei Tage. Ja. Und das sind Hühner. Es wird nur noch das Hühnerspaßbad. Diese Preise sind barbarisch. Welche Falken? Moment, sagt er gerade, diese Falken sind barbarisch? Sollte ich mich sputen? Zweifellos, Adas Idee. Was führt euch hierher? Ja. Vergesst es. Mhm. Ich warte bis morgen. Oh Gott. Ein wahrer Kunst. Das dauert ja ewig. Wie viel hat der gebergert in der letzten Nacht? Aber ich glaube, die... Es wird besser, oder? Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Schätze, dass man hier nicht nachsehen kann, wie lange es noch andauert. Das würde ein bisschen die Sache vereinfachen. Aber nein. Bis wir zu Hause angekommen sind, vergehen ja Jahre. Oder bis wir nüchtern sind. Keinen Grund hier zu sein, Weißhaar. Mhm. Okay, ich habe für eure blöden Stadtbewohner schon sehr viel getan. Okay. Oder müssen wir bei Triss schlafen? Um den Rausch wegzukriegen? Okay, wir sind halbwegs wieder nüchtern. Seid ja nur für ein Vorbild. Ja, ist klar. Im Moment nicht der Beste. Ich dachte, ich wollte eine Stunde schlafen. So, jetzt schlafen wir eine Stunde. So, jetzt ist korrekt. Und nach dieser Stunde Schlaf... Okay, Triss ist weg. Hm? Ja, wir spiegeln uns. Gut, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.